im Murtertal, beim Eingang der Höllochgrotten, in denen einbrechendes Wasser seit dem 15. August vier Höhlenforscher gefangen hielt, bestürmten Neugierige den Grottenwart Betschart um Nachrichten, während die Rettungsmaßnahmen beraten wurden. Wir erkennen Dr. Moser aus Sursee, Polizeisekretär Wiegert aus Schwyz, den Geologen Dr. Stauber, Professor Vogel und den Speleologen André Grobet. Vermittlungstruppen legen eine Telefonleitung in die im Jahre 1875 zum ersten Mal erkundeten Grotten. Jetzt können die vordersten Hilfeposten den mit Bangen beobachteten Stand der heimtückischen Wasser aus der dunklen Tiefe ins Freie melden. André Grobet beschließt, einen neuen Vorstoß zu wagen. Niemand, der nicht im Höllloch war, macht sich einen Begriff von den Gefahren der Rettungsaktion. Unser Reporter begleitet eine der Kolonnen, die auf ihrem mühsamen Vormarsch vom Wasser aufgehalten wird. Polizeimann Sieger begibt sich auf die unheimliche Fahrt nach dem Alligatorengang. Die Öffnung ist zu klein. Hinter den Felsen harren die Gefangenen. Aber auch in dieser neunten Nacht müssen die Retter umkehren. Dann folgt der Theaterkuh. Die Eingeschlossenen befreien sich selbst. Da stehen sie. Seminarlehrer Dr. Bögli, bärtig, aber viel weniger erschöpft als der junge Lothar Kaiser. Da sind Hans Gigax und Walter Burkhalter. Welche Befreiung für die Eltern nach Tagen und Nächten des Bangens? Welch überraschender Ausgang. Was wie eine Tragödie begonnen hat, endet als glückliches Abenteuer.